name? George Floyd. Am ersten Jahrestag der Tötung des Afroamerikaners George Floyd haben Angehörige und Politiker nachdrücklich eine umfassende Polizeireform gefordert. Wenn Bundesgesetze zum Schutz eines Vogels, eines Weißkopfseeadlers beschlossen werden können, dann können auch Bundesgesetze zum Schutz von People of Color beschlossen werden. Nach seinem Treffen mit George Floyds Familie erklärte auch US-Präsident Joe Biden, dass ein Handeln nötig sei. Er selbst drängte den Kongress rasch, eine nach Floyd benannte Polizeireform zu verabschieden. In einer Reihe von US-Städten wurde an Floyds Tötung am 25. Mai 2020 in Minneapolis erinnert. Die Tat hatte international für Entsetzen gesorgt und in den USA landesweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze ausgelöst.